So, nach mehrmaligen Versuchen haben wir endlich die Leute hier überwältigt. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Aber da sind noch andere Kreaturen. Jonah, Abby. Hey, Lara. Dafür habe ich nicht genug Platz. Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pistakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bericht über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez. Mexiko. Cozumel. Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Itixi-Mitari. Eine Sackgasse. Städte stillgelegt und gesäubert. Verlegung des Teams nach Trinterira-Wakaja. Region Munduruku. Suche bislang ergebnislos. Probleme mit der Regierung. Empfehle Schließung der Städte. Erwarte weitere Anweisungen. Region Trinterira-Wakaja. Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt. Untersuchung wird fortgesetzt. Peru. Cuvac-Yaku. Tempel entdeckt. Nachforschungen laufen. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Das hört sich fies an. Ich nehme mal so eine Konzentrationspflanze. Da haben wir massig von. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja. Da haben wir noch ein Bäumchen. Wie viele Pfeile können wir denn machen? Pfeile, das ist doch schon eine ganze Menge. Was ist das denn da hinten? Den haben wir nicht getroffen, Mensch. Ach, jetzt sind wir fast wieder zurück, oder was? Sieht so aus. Ich würde gern ein paar Tiere jagen. Sobald es etwas hektischer wird, ist es leider nicht mehr so toll mit dem Zielen. Aber wir werden gleich ordentlich Fähigkeitspunkte haben. Müsste doch bestimmt noch so ein Kanickel sein da. Noch ein Tierchen. So. Noch etwas auszugraben. So, dann haben wir. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall einen größeren Beutel. Müssen wir jetzt hin? Hier lang? Dann einmal hier rüber.
So. Nein, hier sind wir nicht richtig. Irgendwie verlaufe ich mich immer an dieser Abzweigung. So, dann können wir erstmal zu dem Lager. Und noch ein paar Fähigkeiten skillen. Oder ich gucke erstmal beim Inventar. Wir haben ja sowieso zu viel. Da brauchen wir 6 Tierhäute. Längere Haltezeit, das brauchen wir erstmal nicht. Zielgeschwindigkeit wäre nicht schlecht. Hier sind noch Upgrades verfügbar. Die müssen das Magazin noch vergrößern. Provisorisches Arsenal haben wir jetzt freigeschaltet. So, was gibt's hier noch? Individueller Griff, Präzision, das ist auf jeden Fall ganz gut. Ja, ich mache noch ein bisschen mehr. Und Magazin vielleicht noch. Ja, wenn wir es noch über haben, dann kann ich es auch noch hier. So. Da sind wir doch schon ganz gut ausgerüstet. Flussfalke. Das können wir anscheinend auch noch ordentlich verbessern. Das mache ich einfach mal. Denn warum auch nicht? Wenn wir die Waffe geskillt haben, könnte die vielleicht besser werden. Man weiß es noch nicht. K&H-Cup. Komfortabel und zuverlässig. Eine Pistole, mit der man durch schwere Zeiten kommt. Okay. Gut zu wissen. Ja, die können wir immer noch nicht freischalten. Da müssen wir auch bestimmte Tiere für töten, aber wir könnten noch mal 3 Felle sammeln für die Stiefel. Das wäre nicht schlecht. Das glaube ich, mache ich eben. Weil hier sind ja ein paar Wildschweinchen. Ich hoffe es doch. Oder haben wir jetzt schon alle hier verschossen? Irgendwie scheint es hier nur Vögel zu geben. Sieht leider schlecht aus mit Tieren. Da haben wir doch alle verschossen. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen blöd, wenn es hier einfach unendlich Tiere geben würde. Vielleicht kann man später nochmal gucken. Jetzt erstmal zurück. Oder auch nicht, weil ich mich wieder verlaufen habe. Mensch, ich bieg immer hier falsch ab. Immer. Warum? So, jetzt aber. Mit dem können wir reden. Huch. Komisch, immer an dieser Stelle. Ich höre, wie sie in der Tiefe rufen. Die Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen der alten Götter. Okay. Da. Oder. Oh,
ein Geheimnis entdeckt. Alles klar, aber wir müssen erstmal hier rein. Jonah? Wir sind unten. Unten? Hier drin oder was? Ach, hier. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Das war ja wieder so klar. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor. Wir treffen uns dann dort. Lara muss die Wege immer alleine gehen. Ja, wie groß das auch hier ist, dass es keiner mal genauer untersucht hat. Sehr seltsam. Ja, da jetzt einfach runterspringen. Springen wir mal. Ja. So. Okay, das ist voll. Da brauchen wir erstmal nichts mehr von. So, noch einmal Luft holen. Hier durchtauchen. Oh, dass sie sich immer traut, da einfach durchzuschwimmen. Na, langsam wird's eng. In Wahrheit ist Lara einfach nur ein Delfin. Oh, das ist wieder so ein Aal. Hier können wir uns nochmal verstecken. Und nochmal eine Kurve. Schnell hier weiter. Oh. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich los. Nein. Aber da war auch kein Seegras. Na, komm schon. Das ist aber so ganz knappe Kiste. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Der ist leider nicht mehr zu erreichen. Komisch. Aha. Wusste ich doch, dass hier noch was ist. Und Gold. Okay, Gold ist voll. Na, dann kein Gold. Das Klettern habe ich echt jetzt wieder vermisst. Das haben wir eine Weile nicht mehr gemacht. Huch. Da rechts geht lang. Jonah, so. Falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg, bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
jetzt können wir hier hochklettern. Um darüber zu springen. Aber da hinten hatten wir eigentlich noch was übersehen. Da wollte ich noch mal ganz kurz nachschauen. Na, guck mal. Jadeerz. Cool. Jetzt haben wir ein wertvolles Material. Okay. Dann können wir jetzt wieder hier hoch. So, und jetzt hier rüber schwingen. Ein bisschen schaukeln. So. Prüfung des Adlers. Boah, geil. Jetzt da hoch. Ach, wir sollen woanders hingucken. Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Geil. Hier einfach, das sieht alles gut aus, egal aus welcher Perspektive man schaut. Dann auf geht's zur nächsten Kletterpartie. Was steht wohl am Ende dieser Prüfung? Fähigkeiten geguckt. Die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Antworten. Ich erwarte, Antworten zu finden. Erschütterungspatron her. Betäubt Gegner kurzzeitig, hilft ihnen, sich zu verstecken. Okay. Fallen. Blick des Adlers. Ich würde eigentlich lieber was im Kampf skillen. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn sie ausweichen und dann kontern. Okay. Ich weiß gar nicht, wie man kontert. Schaltet die nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Klingt auch nicht schlecht. Aber eine Ausschaltenkette wäre auch ganz gut. Die nehme ich mal. Drücken Sie Dreieck, um nach dem lautlos Ausschalten einen weiteren Feind zu erledigen. Vielleicht noch diese Betäubungspfeile. Ah ne, die brauchen drei. Shit. Bessere Preise. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Das ist auch nicht schlecht. So. Klettern wir mal hoch. Ja. Das sieht mir auch wieder nach einem Rätsel aus. Sie steht noch, nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben.
ja, krass. Die bewegt sich einfach die ganze Zeit, oder? Dass das Holz da nicht morsch wird. Hm. Boah. Okay. Ich bin irgendwo hingesprungen. Ohne Sinn und Verstand. Als die Welt um sie herum zu bröckeln begann, entschieden sich die Menschen weiterzuziehen. Es drängte sie nach Süden, um zu verhindern, dass das ihnen anvertraute Artefakt ihren Feinden in die Hände fällt. So, da haben wir auch fast diese, wie nennt man diese Dinger? Relikte oder was auch immer, voll. Vielleicht können wir dann bald diese Dinger lesen. Da ist ja Lara bis jetzt zu dumm für. Okay. Ach, ich kann hier runtergehen. Ich will da aber nicht runterspringen. So ganz ruhig hier lang soll. Ah, guck mal. Ein runter. Wäre eine Leiter, wenn es richtig herum wäre. Leiter? Achso, nee, das ist falsch rum. Ich muss die Maschine in Gang setzen. Okay. Maschine in Gang setzen. Alles ich klar. Ich muss runterklettern. Sie muss runterklettern. Ah, guck mal, hier geht's runter. Da ist eine Brücke. Da komme ich aber dann wieder rauf. Nein! Hm, ich dachte, die hält sich daran fest und springt dich direkt runter. Was soll denn das? In die andere Richtung? Nee, geht auch nicht. Lande ich hier drauf, wenn ich jetzt hier loslasse? Nein, anscheinend nicht. Schade. Ich dachte. Ah, da an der Seite ist noch so eine Kletterwand. Ich dachte, da kommt man jetzt wieder hoch. Seilvorrichtung. Nur mit Muskelkraft geht das nicht. Okay. Ich muss auf die andere Seite. Guck mal, das ist schon mal eine Vorrichtung. Das sieht doch gut aus. Vielleicht sollten wir doch wieder ein bisschen nach oben gehen. So. Oder noch ein Stück.
und mit Schwung. So. So, das sollte doch hinhauen. Hey! Was war das denn? So. Sieht vielversprechend aus. Da sollten wir offensichtlich dran springen. Boah, das war knapp. So vielleicht? Und hier rauf springen. Oh, die war noch nicht hoch. Geschafft. Erstmal warten. Dann können wir jetzt. Geht noch nicht. Dreht sie sich noch? Nee, die dreht sich noch nicht. Shit. Irgendwas müssen wir also noch machen. Oder müssen wir... Moment. Ich schau mal noch mal kurz was nach. War denn diese Seilvorrichtung? Kam von da, ne? Da war die Seilvorrichtung. Okay, nächste Leiter drehen, genau wie die erste. Ja, und wie? Ach, hier kann ich noch hoch. Ja. Ach so. Da ist noch ein Seil. Aber ich sehe jetzt auf den ersten Blick nicht, wo hier noch eine andere Seilvorrichtung sein könnte. Nee, das funktioniert nicht. Wir müssen ja an der Seite raufklettern. Okay, ja, das habe ich nicht direkt gesehen.
Entschuldigung. Mehr Segel. So, hier rüber. Ich muss irgendwie nach draußen. Okay, da kommen wir nicht durch. Oh, das war knapp. Oh, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Das war knapp. So. Ja, es doof ist, wir müssen nur irgendwie durch die Wand hier kommen, ne? Geht denn das? Ich muss die Mittelsäule erreichen. Was ist das denn? Das jetzt? Das könnte klappen. Aha. Verdammt, der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Nee. Gibt's aber auch nichts Seilmäßiges. Ich muss mich einfach beeilen. Funktioniert nicht. Hä, warum nicht? Warum funktioniert das nicht? Beeil dich. So. So. Jetzt will ich aber wissen, warum das nicht funktioniert hat. Oder müssen wir es irgendwie aufhalten? Die Wende übt zu viel Zug aus. Ich muss die Tür anders offen halten. Ich muss irgendwie die Tür offen halten. Ja. Ich muss den Griff irgendwo festmachen. Ach, hier. Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Hinten hin. Ja, das hält. So. Ganz daneben geschossen. Da. Gut, jetzt dreht sich die Leiter. Alles klar, dann können wir jetzt wieder hier hoch, oder? Ach da. Oh, das sieht nicht ich brauche einen anderen Weg nach oben. Toll. Dann haben wir das jetzt gefunden. Vielleicht kann ich die Maschine erklettern. Die Maschine erklettern? Ach ja. Nein. Oh Mann. Doof. Start lieber. Und jetzt. Och Mann! Warum bist du so langsam? Jetzt. Oh, wir müssen echt
schnell sein. Dann einmal hier rüber. Ich muss weiter klettern. Weiter klettern. Und weiter. Bis es nicht mehr aufhört. Hurakan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Von hier aus müsste ich runter zu der Kammer gelangen. Ja, tatsächlich. Okay, das war zu tief. Und weiter. Ich will das jetzt schaffen. Hurakan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Ah, da muss ich dran springen. Ah. Okay, das habe ich nicht gesehen. Vorsichtig hier runterklettern. Meine Fresse. Okay, wie mache ich das am besten? Oder vielleicht abseilen? Ah ja. Vorsichtig. Jonah, die Adlerprüfung ist erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. Ja, dann sind wir fast bei der verborgenen Stadt. Und hier haben wir noch Amayade. Dann würde ich auch erstmal hier die Aufnahme beenden. Bin schon etwas müde und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Aufnahme. Oh, hier ist noch ein bisschen was. Ich durchsuche erstmal hier alles. Und, ja, dann versuche ich auf jeden Fall demnächst fitter zu sein. Damit mir das nicht wieder passiert wie,
an der einen Stelle, wo wir jetzt zwei, dreimal gestorben sind. Ja, das war lief nicht so gut, aber naja, was soll man machen? Dann verabschiede ich mich erstmal. Und ich weiß ja nicht, was ihr gerade so macht. Und ja, schlaft gut. Tschüss.